So, machen wir mal eine kleine Zusammenfassung. Und zwar als erstes startet ihr Steam, klickt auf Bibliothek, links habt ihr dann Conan, dann macht ihr Rechtsklick auf Conan Exiles, auf Eigenschaften, dann hier auf lokale Dateien und steht rechts Durchsuchen. So, jetzt kommt ihr in euren Conan Exiles Ordner auf eurer Festplatte. Wir fangen mal mit den einfachen Dingen an. Ihr geht in Conan Sandbox. Da drin ist ein Ordner, der heißt Config. Da auch rein. So, dann gibt es hier eine Datei, die heißt defaultgame.ini. Einfach Doppelklick öffnen. Wenn ihr jetzt ein bisschen nach unten scrollt, seht ihr hier diese Movie-Einträge, Movie Player, Startup Movies. Überall, wo hier ein Plus davor ist, das sind in der Regel diese drei Einträge, macht ihr aus dem Plus einfach ein Minus. Damit deaktiviert ihr die Intros am Anfang, wenn ihr Conan startet. Das ist schon mal das Erste. So. Datei speichern und schließen. So, das nächste ist, ihr lasst das Fenster offen, geht auf Allgemein zurück. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie ihr hingekommen seid, Conan Exile, Rechtseigenschaften, Allgemein, da steht unten Startoption, ja. So, dann sucht ihr euch im Discord unter Tipps und Tricks, ein bisschen nach oben scrollen, steht hier beim 13.3. Diese Startoptionen raus, und zwar alles ab hier mit diesem Bindestrich bis zum Auto-Restart. Dann macht ihr Rechtsklick, kopieren, geht wieder ins Steam zurück, hier ist das Fenster, und kopiert das da rein. So, jetzt ist das allerdings mein Pfad, der da drin steht. Das ist bei mir C Games, darin liegt Steam. Bei euch wird es wahrscheinlich woanders liegen, es könnt ihr aber überprüfen, indem ihr wieder den Explorer aufmacht, wo wir gerade in den Dateien drin waren. Ja, da gehen wir mal wieder zurück, Conan Exiles, klickt da oben in dieses Fenster, einfach mal so rein mit der Maus, so, dann seht ihr, euch wird der Pfad angezeigt, ja. Bei mir ist es C Games, Steam. Steam Apps kommen, Conan Exiles ist es immer identisch, ne, ab Steam. Das davor, bei euch heißt es wahrscheinlich, wenn ihr das standardgemäß installiert habt, und auf C, wie es die meisten von euch wahrscheinlich haben werden, wird es C sein und anstatt Games wird da wahrscheinlich Program Files oder sowas stehen. Das ist der Standard-Installationspfad. Dann müsst ihr das eben, wie gesagt, dementsprechend ändern. Dann kopiert ihr das daraus, was da oben drin steht bei euch, anstatt Games und ändert das in den Startoptionen dann um. Sonst funktioniert das hier alles natürlich nicht, weil das der falsche Pfad dann ist. Das nächste, also nochmal hier, ich scroll mal nach hinten. Hier, ne? Ihr müsst dann dieses Games. Müsst ihr dann wahrscheinlich durch Programmfiles oder so weiter ersetzen. Je nachdem, was dann bei euch im Explorer da oben drin steht. Und wie gesagt, das seht ihr nur, wenn ihr da mal kurz reinklickt. Okay, dann hier dieser Port hinter der IP vor dem Passworteintrag. Das ist für Exile Lands. Wenn euer Charakter jetzt aber auf Zipter ist oder auf Savage Wilds, müsst ihr den Port ändern. Das ist dann nicht mehr 17.015, sondern ein anderer Port. Das kommt dann darauf an, wo ihr seid, wenn euer Charakter gerade, also wenn ihr euch auf Exile Lands ausgeloggt habt, müsst ihr den hier nehmen, den 715. Wenn ihr euch auf Zipter ausgeloggt habt, ist es 7080 und auf Savage Wilds ist es 7035. Ich lasse das Fenster hier mal kurz offen. Zur Not steht es zwar noch im Discord, aber bevor ihr euch da blöd sucht, könnt ihr es hier einfach mal abschauen. Das sind diese drei Ports. Also euren Pfad hier anpassen, den Port anpassen, wenn ihr nicht auf Exile Lands spielt. Und dann könnt ihr dieses Fenster hier eigentlich wieder schließen. Fertig. Dann habt ihr diese Startoption schon mal drin. So, jetzt gehen wir zurück zu dem hoffentlich Fix, der funktioniert für den Fatal Error. Ihr habt wieder hier diesen Conan-Ordner, Conan Sandbox, Config. Und dann gibt es oberhalb der Default Game ist noch eine Default Engine in. Die müsst ihr jetzt auch noch aufmachen.
Und da scrollt er wieder nach unten, ein bisschen nur, bis zu diesem Eintrag hier, Script Engine Garbled Collection Settings. So, da gibt es diese Zahl hier, dann gibt es diese Zahl hier und dann gibt es einen Eintrag, der ist da noch nicht drin, den müsst ihr selbst reinkopieren. Da gehen wir jetzt mal wieder in den Discord. Der steht, ja genau, der steht, wo steht er? Ja, ich weiß, also Conan Exiles Talk steht da gerade drin, weil ich den gerade gepostet habe. Je nachdem wie alt das Video ist, findet ihr den vielleicht wieder. Das heißt hier GC Max Objects In-Game. Das kopieren wir einfach mal raus und setzen das hier, also wir klicken hier einfach da dahinter, dann machen wir mal Enter für eine Leerzeile und dann kopieren wir das da rein. So, und die anderen beiden Zahlen, die verändern wir auch noch, das habe ich hier auch geschrieben, diese 42.000, dann machen wir eine 52.000 draus. Und diese 13 Millionen machen wir 15 Millionen draus. Ich habe keine Ahnung, ob das bei jedem von euch funktioniert. Bei einigen Leuten funktioniert das. Ich habe das in einem anderen YouTube-Video gesehen. Speichern. Nochmal überprüfen, dass ihr nichts versehentlich mitkopiert habt. Irgendwie, was weiß ich, irgendwelche anderen Buchstaben oder so ein Mist. So, speichert das und beendet das. Und das müsste dann eigentlich funktionieren. Ja, das erste waren die Videos, die wir ausgeschaltet haben. Das zweite waren die Startoptionen. Wie gesagt, passt da wirklich auf, dass ihr hier den Pfad vernünftig angebt und je nachdem, auf welchem Server ihr spielt, auch den Port. Hier seht ihr sie nochmal: 7015 EL, 7018 SIPTA, 7035 SW. Das waren jetzt eigentlich die Sachen, die wir jetzt ausprobiert haben, die bei manchen Leuten oder bei vielen Leuten funktionieren, bei manchen aber leider nicht. So, dann kommen wir nochmal zu was eher Grundlegendem. Wenn ihr Conan startet, macht das am besten noch bevor ihr im Discord seid. Am besten auch gar nicht erst in irgendeinem Sprachchannel, am besten auch in keinem Teamspeak. Geht am besten hier unten, hört mal drauf und schließt auch jeden Mist, den ihr nicht gerade braucht, um Conan zu spielen. Was weiß ich, Epic Games Launcher oder hier, wenn ihr WoT-Spieler seid, das Ding da. Oder auch den Discord, einfach Rechtsklick, wird überall alles schließen. Startet zuerst Conan, tappt auch nicht raus dabei, macht nichts mit der Maus, gar nichts, wartet einfach ab, bis es geladen ist. Und wenn ihr dann im Spiel seid, könnt ihr raustappen und könnt Discord und so weiter wieder öffnen. Conan mag das mit dem Raustappen nicht, kann auch sein, dass dabei das Spiel abstürzt, aber wenn ihr überhaupt nicht reinkommt, ist es immer noch die beste Lösung und es stürzt ja nicht jedes Mal ab, wenn ihr raustappt. Das hat bei mir auf jeden Fall immer gut funktioniert. Vor allem, wenn ihr nicht so viel Arbeitsspeicher habt oder nicht so einen starken PC habt. Also, habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich jetzt vergessen. Ja, keine Ahnung, vielleicht schiebe ich es so nach. So, versucht es erstmal so. Das sollte eigentlich funktionieren. Ah ja, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Also noch was, das hat Taylor aber auch gerade geschrieben. Wenn Server Restart ist, geht immer nur ins Hauptmenü, beendet das Spiel nicht, geht einfach nur ins Hauptmenü, wartet bis der Server wieder da ist und dann klickt er da dann auf Internet und PvE und sucht den Konovia-Server und startet, also connectet dann wieder auf den Server. Das funktioniert dann wesentlich schneller, weil er die ganzen Mods nicht mehr laden muss. Und noch etwas, wenn ihr die Mods, wenn ihr das Spiel startet und es kommt die Modliste, wo ihr die Mods abgleicht, ja, da steht dann manchmal hier bei Grim Production oder so weiter, Needs Update. Das ist aber nur ein Anzeigefehler, das stimmt meistens nicht. Es gibt viele, die brechen dann ab und wollen den Mod updaten. Macht das auf keinen Fall, wartet einfach, bis das komplett durchgeladen ist. Normalerweise verschwindet der Bildschirm dann und er connectet dann aufs Spiel. Wenn ein falscher Mod da ist, der nicht funktioniert, dann steht meistens nicht Needs Update, sondern er updatet den schon. Dann habt ihr so eine Progress-Leiste, so eine Bar, die sich füllt. Oder es steht da Wrong Version. Dieses mit dem Needs Update, das ist wirklich nur ein Anzeigefehler.